Renn hoch! Nein, da vorne ist die Dings. Was für eine Dings? Die Quest. Was für eine Quest? Jetzt renn hoch! Elf perfekt. Looking for Paddy. Die geil hier mit die Judas oder was das ist. Das sind Black Mages, man. Judas. Wie gammelig finde ich, dass das alles so kleine Stümpel sind wie du. Die sind halt alle cool. Mein Stümpel ist cool, aber deiner doch nicht. Natürlich. Meiner kann Ifrit tanken, kann deiner das? Na, dann kann Ifrit kaputt schießen. Kann meiner auch. Nee. Na, no, nee. Überhaupt nicht. Nee, womit denn? Mit seinem Tomahawk? Toll. Was toll? Ich mach halt keinen Schaden. Nee, überhaupt nicht. Oder der Schwert, der dir cool ist. Welches Schwert? Dieser Lappen da. Der aussieht wie ein Schwert. Welcher Lappen? Oh, vergiss. Sag doch mal, ich verstehe. Da war ein Lappen oben an der Balustrade dran. Oh, fuck you, ich hätte den Städt-ET hier nicht anreden sollen. Jetzt sagt er mir erstmal 3 Jahre lang, was hier zur Verfügung steht. Was für ein Lappen denn jetzt? Wieso hing Alex denn da? Hallo. Weiß ich nicht, frag ihn doch, warum er da hing. Ja, Alex redet ja gar nicht mehr mit dir. Ich wette, der hat sich schon gemutet und verpufft so in seinem Bikini. Yeah, man, jetzt hab ich so eine lila Robe. Warst du schon hier? Mhm. Oh. Wo geht's jetzt lang? Wieso hast du eine lila Zentrale oder westliche? Was? Zentrales oder westliches? Ich würde gern erstmal meine Quest. Das ist im westlichen. Dann läufst du aber gerade ins Zentrale. Ich laufe genügend, wohin ich stehe hier. Da hast du eine lila Weste bekommen. Ich habe keine. Hast du eine Brust bekommen von der Mulin oder so? Nein. Für Level 8, klar. Nein. Noch. Keine Ausrüstung am Kopf. Hä? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Junge, du hast die gleiche Robe an, was willst du? Hä? Ach, das wollte ich einfach nur wieder holen. Wen fährst du raus? Du bist du voll Horst! Haus? Apfelschmaus? Fade! Deswegen ist wohl Level 10, das lohnt sich. Das lohnt sich nicht, wir sind Level 10. Weißt du, wie du aussiehst? Naja. Wie du und klein. Wie ein lila Stempel. Wieso hast du so rote Handschuhe? Haben schon bessere Handschuhe bekommen? Ich hab ja andere an, ich hab nicht so rote Stempel. Ja, ja, wurde auch andere angezogen, freu dich. Das ist dann mal kacke aus. Das ist schon halb vorbei. Die Mobs sind natürlich am anderen Ende des Feldes. Und 73. Mhm. Wo willst du hin? Ist runter oder was? Hoch oder was? Ja, was jetzt? Entscheid dich ja, mal. Ja, wir müssen nach unten. Ja, dann lass uns nach unten fahren. Ja, dann weiß ich nicht, wo du hinfährst. Ui.
bist du? Timbuktu. Das heißt Tanala. Dup, dup, da, da, da. Wann werden wir zu Black Mages? Wenn dup, 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 da, da, da weitergeht. Was ist denn unsere zweite Klasse? Waldläufer, Archer. Waldläufer? Archer, ja, Waldläufer, Archer. Der Scheiß, den du da gemacht hast? Ja, Bogentyp. Das passt ja sehr gut zusammen. Ja. Was, da haben ja sich auch alle drüber aufgeregt, dass sie auf einmal Waldläufer labeln müssen. Geh mal aus Gruppe, bitte. Warum? Weil du sonst den Scheiß hier nicht starten kannst, oder? Nee, absolut nicht. Pömpel. Mann, konnte ich das nicht starten in unserer Gruppe. Mann, du konntest es nicht starten, bist nur einfach raus und reingegangen, gibst du. Kichererbse. Hm? Hinter uns, der Typ. Wow, einfallsreich. Lily Toys. Kleines Spielzeug. Kikyoyita, Gunnei Shuya, Driss Tywind, Serena Saguis. Wie ich Kat Kacke. Da kommt wieder so ein Eiskopf. Mit so einer Eis. Ja, ich finde, das sieht auch aus wie so eine Eistüte oder so. Ja, das sage ich jetzt seit Anfang, als das Spiel rausgekommen ist. Mir hört ja keiner zu. Habe ich noch nie von dir gehört. Stöpsel, Power, na 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 na. Machen wir jetzt da hoch. Was? Fahren wir jetzt da hoch, wo bist du? Ich bin zurück in der Nightkreuz. Hä? Das hast du nach Hause geportet, oder was? Ja. Ach, das doch. Penner. Hab ich nach Hause geportet. Oh, übrigens, wenn du gleich mal meinen Mantel angucken könntest und mir nochmal erzählst, dass die hier Löcher reinschneiden für die Schwänze von den Katzentürmen. Wieso? Das pixelt hier ordentlich durch den Mantel. Ja, meine Hose pixelt auch jedes Mal durch, weil die zu groß ist. Die Hose ist zu groß sogar. Ja, die ist zu groß, die wabert dann immer durch die, beim Laufen durch die... Nee, das ist so ein Unterkleid. Oder meine Hose, nee, meine Hose ist das gerade. Ich kann die kleinen Typen nicht ernst nehmen mit ihren roten Mänteln und der Dämonenkluft. Na, irgendwann brennen sie dich dafür einfach ab. Mach ich Spell Reflect an und. Ich weiß nicht, ob der Spell Reflect hat. Nee, ich hab kein Spell. Ja, war nice, oder? Dum dum. Da da da. Hallo? Hi, hallo. Daniel. Wenn das jetzt nicht ein Cliffhanger ist. Die neue Folge? Ich konnte nicht mehr, als ich das geschaut habe. Ich wusste nicht mehr, was ich jetzt machen soll die nächste Woche. Ich hab geschaut und dachte mir, ich nehme mir jetzt ganz viel Alkohol und fall eine Woche ins Koma und freue mich. Ja. Also, muss sagen, bis jetzt der härteste Cliffhanger von allen. Ja, und vor allen Dingen wirklich, ich dachte die Folge so, naja, ist ganz okay und auf einmal dann geht's los. Ja. Am Anfang war es wirklich so lahm irgendwie, nichts Besonderes und dann bumm. Ich hasse euch alle. Du musst nur mitschauen, dein Welt.
Ich hab ihn schon so oft die Serie empfohlen und er guckt's einfach nicht. Ich hab dort die ersten Folgen gesehen. So krass pornös fand ich's einfach nicht. Du bist doof. Es wird von Staffel zu Staffel interessant eigentlich. Ja. Ach scheiße, jetzt habe ich den Hut genommen. Den Hut kann ich aber gar nicht anziehen mit meiner Hose. Ich auch, das habe ich gemerkt. Jetzt gucke ich gerade was besser. Egal. Was kriegst du jetzt? Ich behalte meine Robe erstmal an. Den Hut nehme ich dann, wenn ich eine neue Robe habe, die mit der ich den anziehen kann. Wieso hast du noch das Cinemini? Ich hab schon neue. Hast du nicht den Stab bekommen? Na ja, doch, gerade eben. Hat Alex schon geschaut oder schaut er gerade? Wer hat geschaut? Alex. Ja, Alex hat natürlich morgens. Wieder heute Morgen um 6. Jetzt sind's Zentrale, oder? Verrückter Kerl. Muss ich gucken. Was haben wir denn jetzt mit dem Zentrale, ja, ja. Mist, mir fehlt nur irgendeiner. Und porten wir jetzt? Ja, ich wollte ins Zentrale rausporten, aber ich hab keinen. Mir fehlt irgendeiner. Die Abenteuergilde fehlt dir. Weißt du, also ich habe die Folge geschaut und hab mir echt gewünscht, hätte mir doch jemand die Scheiße mal erzählt, dann hätte ich eine Woche gewartet und die nächsten zwei Folgen gleichzeitig geguckt. Oder jetzt sind wir in den letzten 5 Minuten ausgemacht. Ja, oder so. Aber keine Ahnung. Aber, ich weiß ja nicht, aber kann es sein, dass die nächste Folge wieder so einen Cliffhanger hat und dann stehst du da und ich muss wieder eine Woche. Ja, aber... Das ist doch gerade echt mies. Besser jetzt mehr Cliffhanger als bis Ende September warten, oder? Ja, das stimmt. Und ich muss auch überlegen, hoffentlich lösen sie am Ende alles auf und die Serie endet nicht mit einem Cliffhanger. Ja, das wäre, glaube ich, ziemlich heftig. Ich glaube, dann würden so Shitstorm mäßig hier ein Abkommen. Ja. Und vor allem, es sind nur noch 3 Folgen. In diesen 3 Folgen muss verdammt viel passieren. Es muss einfach fast schon irgendwo eine Passage kommen von wegen ein halbes Jahr später oder sowas. Ja, sowas, ja. Aber ich habe so eine kleine Vermutung, wie es jetzt weitergehen wird. Alex und ich haben auch vorhin schon diskutiert, was passieren könnte. Also es ist alles offen im Grunde genommen, aber es ist... Warte mal, ich muss kurz Hendrik rauswitchen. Ich muss meine Vermutung loswerden. No. Stimmst du mal Alex an. Lass mich einfach drin, ist mir Wurst. Ja, willst du gespoilert? Ist mir scheißegal. Okay. Stimmst mal nur mal Alex an. Naja. Also ich glaube ja, diese Rückblende, die da ist, gell? In einem halben Jahr oder so. Nicht schwarzen Allee. Im Restaurant. Da ja, genau, diese Rückblende. Ich glaube ja, jetzt dieser Cliffhanger, der da ist, die killen irgendwie Hank und Jesse und sein Partner hier. Und er will sich an denen rächen. So. Glaube ich. So meine Theorie. Diesen, wie heißt der? Jack oder so? Der Onkel von Todd. Oh Gott, ja, der Nazi-Kerl, keine Ahnung. Genau. Der ist Jack. Genau, Jack. Ich glaube, er wird sich, also das, diese kleine Vorschau im Restaurant, oder wenn er halt schon wieder Haare hat und alles mögliche, ist so eine Vorschau, wo er sich dann nachher an diesen Typen rechnen wird. Ich glaube, dass er ihn rettet, Hank oder seine Familie oder Jesse oder so. Dass sie ihn zum Kochen zwingen wollen oder Jesse zum Kochen benutzen und er rettet dann den oder die Person. So glaube ich's. Ja, ich habe so das Gefühl, dass Hank jetzt nächste Folge nicht mehr sein wird. Glaube ich auch nicht. Aber Jesse ist noch da, sie können vielleicht kidnappen sie aus seiner Familie. Gomez ist auf jeden Fall tot. Ja, scheiß auf Gomez, er schießt auch keine Tore. Jesse wird da sein, weil man hat gesehen, dass der das Auto aufgemacht hat. Aber nichts weiter von ihm. Also er könnte irgendwie geflüchtet sein in der ganzen Spannung da. Vielleicht erstmal kurz zu Ende, dann können wir gerne weiterreden. Ich hab keine Ahnung, wovon ihr redet, ey.
Hank, der hat das doch gemacht. Jesse, bla 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 bla. Sollen wir die Einzelheiten jetzt? Nein, dann kann ich wohl, brauche ich die echte. Also, Hank, Staffel 1, Episode 3. Kann etwas dauern. Jetzt kommt das Hörbuch. Breaking Bad, das Spoiler-Hörbuch. Oh Mann, ey, ich sehe schon in der letzten Folge. Hallo, bist du weggefahren? Hilf mir doch mal, ich sterbe. Ich stehe neben dir. Warum hilfst du mir denn nicht? Wenn die letzte Folge rauskommt, darfst du an diesem Montag gar nichts mit Internet am Hut haben, weil irgendwo lauert sich ein Spoiler. Wenn du bist, dann eigentlich müsstest du echt die Serie bis dahin schauen, weil das... Ich kaufe sie mir irgendwann, wenn sie komplett auf Blu-ray gibt auf Deutsch, dann gucke ich sie mir an. Vorher nicht. Hatte keine Lust. Ja, ich kann dir nur, wie Daniel sagt, also das wird 100 Pro, die Folge wird rauskommen und danach wird... dann wird der Spoiler aller Titanic geht unter oder nicht, wird raus sein. Bis dann habe ich sie ja vergessen. Was, jetzt hast du Titanic gespoilert für mich? No. Super, Luca. Nee, ich habe nicht gesagt, ob sie untergeht oder nicht. Oh, okay. Jetzt hast du gespoilert. Ne, er hat auch nicht, er hat gesagt, ich habe gespoilert. Also keiner hat noch gesagt, ob sie untergeht oder nicht. Okay, dann kann ich den Film ja morgen noch gucken. In 3D, bitte. Ja. Das ist ganz anders jetzt. Ja, da sehe ich die beste Szene vom Film, wo der Typ da runterfällt. Ah, und dann dong. Das ist vielleicht richtig cool dann. Siehst du die Wasserspritzer gegen dich fliegen irgendwie so ins Gesicht. Und der Eisberg kommt immer näher. Mein Mob war schneller down. Jetzt hin. Musst du auf Eis wechseln. Was bist du denn für eine? Traumaturge. So. Wir könnten eigentlich zurück zur Nahtkreuzung, oder? Das war ich schon. Der war. Ich glaube, Hank ist wirklich nicht mehr da nächste Folge, weil es war so das Telefonat. Hammer verabschiedet. Genau, das Telefonat war eine Hammerverabschiedung von seiner. Ja, sei doch zum Level 9 Fate von. Ja, ich dachte auch schon, so die ganze. Also, erstmal, was mir die ganze Zeit bewusst war, dass sie noch kommen, auch wenn Hank die ganze. Walter am Telefon sagt, kommt nicht. Ja, ich dachte auch schon, wie will er jetzt da rauskommen? Und dann, ja, die Typen. Ja, das war nur noch diese Lösung, die mussten kommen. Ja, ich war lieber da oben zum Level 9 Fate. Was? Ich fahr lieber oben zum Level 9, weil das da unten wahrscheinlich bald vorbei ist. Ja, mach ich. Ich lauf dir hinterher. Und ich dachte auch schon die ganze Zeit davor, während des Gesprächs, ja, ich lieb dich, bla, wir haben es geschafft. Aha, du bist gleich tot. Aber durch den Cliffhanger weiß ich nicht, ob sie es jetzt wirklich durchgezogen haben. Oder er liegt nochmal. Ein paar Monate im Bett. Die letzten drei Folgen liegt er im Bett. Ich kann nichts tun. Und sammelt wieder Steine. Oh. Ja. Mineralien. Und dann ist er dankbar für Walter, weil Walter bezahlt wieder seine Krankenhausrechnung. Teamspeak Overwolf. Was ist das eigentlich? Ich hab's nicht angeklickt, ich hab Angst. Ich hab's geupdatet, den roten Button bekommen und dann, wenn ich draufklick, sagt er, der will was an meinem Windows ändern und habe ich hineingedrückt. Nein, will ich nicht. Befragen wir mal Google.
Da geht auch schon wieder ein neues eigenes Archiv mit Lock hier der Chair oder was? Ja, klar. Aber geil. Ist ja alles einzeln. Ja, das ist die Freundesliste. Ja, WoW ist doch auch einzeln, nur dass du da deine Punkte nicht bekommst. Nicht mehr. Das ist Overwolf. Ja. Ein YouTube-Video. So. Der Schule ist ungefähr in 9 Minuten. Ja. Das ist das, was ich heute Mittag meinte, Hendrik. Also ich Das sind so Overlays. Das sind so, es ist so ein TS-Overlay, mehr oder weniger. Ja, sowas funktioniert richtig gut. Letztes Mal, als ich nur das ganz normale TeamSpeak-Overlay hatte, ging Battlefield nicht mehr. Ist jedes Mal abgestürzt. Ja, aber das glaubst du, was jetzt ein Tritt bitter ist, weil es von TeamSpeak so gut funktioniert. Ja, kann nicht mehr. Wenn es von TeamSpeak so gut funktioniert, hätte sich keiner die Mühe gemacht, noch ein Tool zu machen. Aber wofür brauche ich denn das? Damit du siehst, wer spricht. Ja, und du musst halt nicht aus dem Game gehen, damit du irgendwie im TeamSpeak Channel switcht und TeamSpeak startest und was weiß ich noch. Dafür habe ich doch Alt-Tab. Ja, nicht jeder möchte aus dem Game Alt-Tab und nicht jeder hat eine G15. Vollbildfenstermodus. Alt-Tab und das im Hintergrund das Spiel und da. Ja, aber man hat zwei Bildschirme. Ja, und die all das nicht haben, die haben es nicht besser verdient. Ja, fahren wir jetzt zurück, oder was? Ich warte gerade noch die letzten 43 Sekunden. Da können wir kurz zu dem Level 7 fehlen. Alter, bitte. Hm? Und. Ja? Ja, ja, von mir aus, wie du willst. Fahr vor. Wieso soll ich vorfahren? Warum nicht? Moment, Schar, grüße, es gibt keinen Rückenwind. Aber eigentlich kann es noch mehr, also es kann irgendwie auch einen Browser dir vorzaubern und was weiß ich noch. Wahrscheinlich auch irgendwie eine Kack Facebook, Skype, bla bla bla. Ja, das habe ich schon immer benutzt, auch bei X-Fire, da habe ich immer in-game gesurft mit dem X-Fire-Fenster. Das brauche ich unbedingt. Du auch? Ja, vor allem funktioniert's halt nie gescheit und dann stürzen dir die Spiele dadurch immer ab. Oh Gott, hau was an! Ah, fuck. Fällt erfolgreich. Ach, fuck. Fucke! Rückführung. Wieso ist... Wie lange hat denn das noch CD? 5 Sekunden, oder? Ah, jetzt. Weiß nicht. Also war das Update wieder mal für den Arsch vom Tier. Ja, aber ein Client-Update. Bugelfixes. Hauptsache, sie haben nicht wieder. Wo steht hier der Bikini-Verkäufer? Was? Wo steht hier der Bikini-Verkäufer? Das weiß ich, du hast es mir vorhin gelinkt, warte. Ich hab schon. Gott, wo ist es? Hier ist die Party. Müsste das sein. Oh. Ist die Party, ne? Bei mir. Geh da gleich um. Da. In der Ruinmarktstraße. Ja. Okay. Und da ist die braun gebrannt. Hier hat sogar so eine coole Sonnenbrille auch. Ich muss gleich aber erstmal übrigens nochmal mit dem Hund, bevor es dunkel wird und ich wieder mit Taschenlampe laufen. Es ist schon dunkel. Nope. Noch ist es in der Dämmerung bei mir. Mit Coco Bane habe ich geschworen, die Optik ist schon. Östliches Tanalan müssen wir gleich, aber das machen wir gleich. Ich gehe jetzt erst kurz nochmal meinen Bikini kaufen und dann gehe ich auf. Geh mir den Mund. Juhu. Ich hab so ein Röckchen an. Oh mein Gott, der eine redet vom Bikini gekauft, der andere vom Röckchen. Ja, es er ist hat mein auch Bikini. Bikini gekauft. Und jetzt hab Bin ich hier ich so ein falsch? Feuerwerk an.
Du kannst bei Final Fantasy hat das Bikini-Event doch gestartet. Tja. Da kannst du jetzt einen fetten Bikini dir kaufen. Yay. Du siehst scheiße aus. Na, aber nicht, Mann. Sieht hammer cool aus. Hier vorne. Oh. Na, ihr. Bei der braun gebrannten. Wo denn? Ach, da, die Negerzwergen. Die Negerzwerge, Alter. Die ist braun gebrannt. Oh Gott, sorry, der afroamerikanische Lilliput. Ja, genau, schon besser, der afroamerikanische Lilliputaner. Das ist politisch korrekt. Ich bin morgen auf einen Arbeitskollegen von mir gespannt, weil der schaut auch so. Er schaut auf Breaking Bad und ich habe ihn dann mit den Folgen überholt. Und er meinte, nee, er wartet bis alle da sind, so wie Hendrik oder so. Und dann schaut er sich halt die letzten. Also er kennt halt schon alles von der fünften Staffel, bis, also die erste Nacht von der fünften. Und wollte die letzte Nacht auch auf einmal schauen. Und ich habe gesagt, nee, das halt ist nicht durch. Ich spoilere ihn und dann hat alles angeschaut. Jetzt weiß ich, mal wird er kommen. Und sagen, ich bin schuld, dass wegen dem Cliffhanger, weil ich ihn dazu gezwungen habe, jetzt Folge für Folge zu schauen und dann muss ich jede Woche warten. Du bist auch schuld, auch bei mir bist du schuld. Ja, ja. Einfach aus Prinzip. Eigentlich kann ich ja sagen, ihr seid schuld, weil. Ich hab's gesagt, hier, musst schauen. Ja, aber komm, das musstest du doch auch richtig schauen. Sieht doch toll aus, oder nicht? Hätte ich doch lieber Friends zum vierten Mal durchgeschaut. gibt's nicht so heftige Cliffhanger. Ja, Alter. Aber Friends mit Breaking Bad kann man nicht vergleichen. Das eine ist eine Comedy-Serie und das andere ist Spannung pur. Sind beide Serien, die sehr, sehr hohes. Naja, war auch bis zum Ende spannend, ob Rachel mit Ross zusammenkommt. Nee, ich auch so. Ja, du wolltest jetzt AFK gehen, oder was? Ja, ich muss mit dem Hund gehen, das ist ja, nun mal so. Bin ich auch mal AFK. Ansonsten stuhlet der in die Wohnung. Nicht so gut.